Das ist so ein wunderschönes Gefühl, hier zu stehen und so glückliche Gesichter zu beobachten. Ja, dieses Konzert hat eine besondere Bedeutung für mich, weil erstens, ich hatte viel über diesen Ort, über die Ambiente, das Publikum gehört und hat mich wirklich gefreut, hier zu sein. Und dann natürlich dazu kommt auch, als ich den Namen von Serdar Somuncu auch gehört habe, dann dachte ich, ich muss unbedingt dahin, auch egal, als Zuschauer oder Sängerin, ich werde da sein, ich freue mich. Und ja, immer bei den Konzerten versuche ich, trotz all diese starke Melancholie, die ich immer in mir trage, immer versuche ich eine gute Laune zu verbreiten oder irgendwie so feiern. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation im Iran, das Wort feiern klingt ziemlich unangemessen. Wenn ich da beobachte, wie den Menschen da im Iran geht oder welchen Leid diese Menschen tragen müssen, aus der Ferne kann ich nichts tun, das weiß ich. Ich bin nicht da, spüre diese Leid, diesen Schmerz, aber fühle ich in mir diese Aufgabe, den Menschen, die ihr Leben in Hand nehmen und auf die Straße gehen und für die Freiheit, für ihr freies Denken kämpfen, versuche ich aus der Ferne für diesen Mut und diese Beharrlichkeit zu feiern. Deswegen, ich denke, in dem Fall feiern ist das richtige Wort für mich, weil ich bewundere meine Landsleute, die trotz aller Widerstände, die gehen weiter. Und das gibt mir auch hier, ich lebe in Freiheit, ich lebe in absoluten Freiheit hier, das gibt mir auch Mut, mein Leben mutig einfach weiterzumachen. Deswegen, dieses Konzert werde ich widmen, meine Landsleute und überall auf der Welt für die Menschen, die für ihre Freiheit und freies Denken kämpfen. Thank you.
Einfach vergessen, über die Lieder ein bisschen zu erklären, was wir überhaupt hier spielen. Also, ja, das ist, ich war gestresst, Leute. Genau. Ja, die Lieder, die wir heute Abend spielen, sind meistens aserbaidschanische Lieder und auch ein paar iranisch und auch ein Lied aus der Türkei. Ich bin Iranerin, also Aserbaidschanerin, aber im Iran geboren und aufgewachsen. 2008 musste ich mein Land verlassen, aus den Gründen, was wir heutzutage von den Nachrichten erfahren. Damals war auch nicht besser. Ich habe mein Land, also ich habe ein Ticket nach Istanbul gebucht, musste ich ganz schnell die Sachen erledigen und 3 Nächte Hotelbuchung und mit einem Koffer voller Wut habe ich mein Land verlassen. Und diesen Wut und Zorn habe ich vielleicht 12 Jahre lang in mir, mit mir getragen. Irgendwann mal habe ich auch gemerkt, dass dieser Wut beißt, zerreißt einfach meine Seele. Aber ich hatte keinen Ausweg. Bis etwas wirklich Seltsames passiert ist. Vor etwa 2,5 Jahren
Benjamin war im Iran und er hat ein Stück geschrieben und dann hat per WhatsApp an mich geschickt und dann habe ich angefangen, einen Text für diese wunderschöne Melodie zu schreiben. Das erste Mal, als ich die Melodie, diese Komposition gehört habe, es war mir klar, worüber ich schreiben oder reden möchte. Plötzlich kam wirklich, das war so einzigartig, das war wie ein, wie soll ich das nennen, Paradigm Shift, Turning Point, weiß ich nicht, wie das heißt, aber all diese dunkle, traurige Bilder oder dieser Wut, die in mir war, haben die angefangen zu schmelzen. Ich habe das gemerkt, ich, ohne das zu wollen, habe ich einfach angefangen, die versteckte Schönheit in diesem Land zu suchen. Und die waren einfach alle vor meinen Augen, diese wunderschönen Menschen, diese Kultur, die wirklich eine einzigartige, reiche Kultur ist, wirklich. Und viele andere Schönheiten. Und dann habe ich einfach angefangen, einen Text zu schreiben. In dem Text erzähle ich, dass mein Zuhause hinter den Regenwolken steckt. Jedes Mal, wenn es regnet, spüre ich den Duft der Heimat. Ich wünsche, dass der Regen nie aufhört.
Seitdem wir dieses Lied auf der Bühne spielen, erfahre ich immer seltsame Gefühle oder Moods. Manchmal plötzlich fange ich an, zwischen dem Lied einfach zu weinen. Manchmal stoppe ich und dann denke ich wieder auf der Bühne über diese Bilder nach. Und natürlich auch jetzt in dieser Zeit kommen immer wieder die Bilder, die ich auch von den Nachrichten, Social Media oder alles bekommen. Aber wie gesagt, ich habe eine große Hoffnung, weil das ist nicht nur im Iran, das ist überall auf der Welt, in allen Ecken, wo man hinguckt, herrscht nur totale Chaos. Und ich sehe einfach, ich habe viel in meinem Leben durchgemacht oder mitmachen musste. Ich habe viele Schwierigkeiten erlebt, die manchmal mich traurig machen, aber manchmal, wenn ich einfach daran denke, denke ich, gut, dass ich in jungen Jahren solche Schwierigkeiten erlebt habe, weil das hat mich aufgebaut, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin dankbar für alle Schwierigkeiten, auch für natürlich für tolle Momente, die auch ich erlebe, aber auch für die Schwierigkeiten, schwierige Momente, traurige. Jetzt werde ich einfach mit der Depression aufhören.
ihr seid nicht hier einfach so sehr traurige Geschichte zu hören. Ich habe eben gemerkt, ich habe wirklich ein manisch-depressives Programm vorbereitet. Das passt einfach zu meinem Charakter, denke ich. Jetzt kommt ein Lied, ein aserbaidschanisches Lied, Aman Aman Ayrılık. Es geht um die Trennung. Trennung ist eigentlich ein Begriff, wenn man das hört, denkt man direkt an die Traurigkeit, dass es das alles vorbei ist. Aber ich sehe einfach auch in diesem Lied sehe ich auch positive. Also jede Trennung, also in jedem Ende steckt auch ein Anfang. Das heißt, deswegen, die Leute, die sich frisch getrennt haben, seien sie nicht traurig. Das geht weiter. Und das ist immer schön, die neue Welt anzufangen, in die neue Welt, neue Ära einfach einzutreten. Das ist immer schön. Auch wenn das problematisch ist oder heftig ist oder schwierig. Wir spielen jetzt Aman Aman Ayrılık und Sie werden das wissen, was wir hören, was ich meinte. Ein trauriges Lied, ein trauriges Thema, daraus ein Tanzlied zu bauen, das muss man können. Aman aman ayrılık, kor yaman ayrılık, eşlenme başından vurdum ayrılık. Aman aman ayrılık, kor yaman ayrılık, eşlenme başından vurdum ayrılık. Yar şirin sözlerinden doymadım gözlerinden, bilseydim ayrılıktır öperdim gözlerinden. Yar şirin sözlerinden doymadım gözlerinden, bilseydim ayrılıktır öperdim gözlerinden. Aşık şirin canım olmuşum divane, attın gittin beni kalmışım yana yana. Aşık şirin canım olmuşum divane,
attın götün məni qalmışam yana yana aşık şirin can olmuşam divana attın götün məni qalmışam yana yana elədik qəhri mənə gəlmədi rəhmi mənə elədik qəhri mənə gəlmədi rəhmi mənə doldurur can diyənəsin içirir zəhrimə Bilsaydım ayrılıktı, öperdim gözlerinden Yar şirin sözlerinden, doymadım gözlerinden Bilsaydım ayrılıktı, öperdim gözlerinden Yar şirin sözlerinden, doymadım gözlerinden Bilsaydım ayrılıktı, öperdim gözlerinden Yar şirin sözlerinden, doymadım gözlerinden Bilsaydım ayrılıktı, öperdim gözlerinden Danke, danke. Jetzt, ich bin mir sicher, ihr seid jetzt motiviert, euch zu trennen, oder? Nee. Man muss einfach sein Glück suchen und wenn man sucht, findet. Egal, mit der Trennung, ohne, vor, nach, egal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe alles probiert und ich sage, es gibt wirklich etwas als Glück. Und das muss man selber suchen und manchmal auch aufbauen. So ist es. Deswegen will ich auch jetzt ein Glück in meinem Leben auch hier präsentieren. Und das ist die Begegnung mit diesen wunderbaren Musikern, die ich auf der Bühne immer... Das ist ein mehr als Glück. Deswegen nutze ich auch die Gelegenheit und möchte sagen, Uwe Bötter am Kontrabass, Geige und Bratsche. Steffen Tormelen. Benjamin Stein. Samtur, Ud, Tar und... Das ist wirklich ein wahres Glück für mich und ich genieße jede Sekunde, jeden Moment, wenn ich mit diesen Musikern auf der Bühne bin. Heute leider konnte Mohammad Najem, der wunderbare Klarinettist, der auch mit uns unterwegs ist, konnte nicht dabei sein. Deswegen, ich denke, er guckt auch jetzt uns zu, deswegen, hi Mohammad. Ja, wir spielen jetzt ein türkisches Lied. Dieses Lied... habe ich in Istanbul entdeckt. Da war ich im Taxi und dann, ich habe es erzählt, dass nachdem ich Iran verlassen habe, 2 Jahre lang war ich in Istanbul. Wunderschöne Momente habe ich auch in Istanbul erlebt. Unter anderem wunderschöne Musik entdeckt. Eins von diesen Liedern, die ich da entdeckt habe, ist Uzun ince bir yoldayım. Es erzählt über einen langen, schmalen Weg. Und mit diesem Weg gemeint ist der Weg zwischen der Geburt und dem Tod. Wir nennen das das Leben. Wir wissen nicht, wie lang dieser Weg ist. Wir gehen im Grunde, das ist die Sache von einer Sekunde, wenn die beiden Punkte sich treffen. Deswegen muss man immer genießen. Und mein Wunsch ist, dass ihr heute Abend auch dieses Konzert genießen könnt. Später werdet ihr es sowieso genießen. Und das ist mein Wunsch und dann machen wir jetzt Uzun ince bir yoldayım. Thank you.
Manchmal Lieder oder Stücke, die einfach, die haben eine Energie, die man weiß nicht, woher diese Energie kommt und Jahrzehnten einfach die Energie einfach läuft und geht durch und solche Werke werden nie vergessen und Uzuninjabir Yoldayam gehört zu einer dieser Kategorien. Und jetzt wir haben eine Überraschung für euch und auch nochmal ein Geschenk und ein Glücksmoment für mich, indem ich den wunderbaren Manni Leuchter auf der Bühne bitte, die letzten zwei Lieder mit uns zu spielen. Manfred Leuchter! Danke, danke, danke! Wir werden ein Lied aus Aserbaidschan spielen, heißt Sanada Galmas. Es geht um die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit der Schönheit und jeglicher Vergänglichkeit, die wir im Laufe des Lebens erleben. Deswegen muss man den Moment wahrnehmen und, wie schon eben erwähnt, einfach den Moment genießen. Sanada Galmas. Thank you.
Danke, danke, merci. Ja, wir spielen jetzt das letzte Lied. Bevor wir das letzte Lied spielen, ja. Aber es gibt andere Gelegenheiten. Wir spielen nicht nur. Wir wünschen uns, dass wir noch mal hier eingeladen werden. Hörst du, Martin? Das meine ich auch ernst, Martin ernst. Ja. Vielen, vielen Dank, Martin, wenn du mich hörst. Das ist jetzt Gott. Martin, wenn du mich hörst, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke euch fürs Zuhören. Danke für diese tolle Energie. Dieser Austausch war wirklich genial. Und das Team hinter dem Kamerasound, vielen, vielen Dank. Wir spielen dann Shabbut Bia Bambut. Das ist ein iranisches Lied. Ja, ja, Sie können auch weiter klatschen. Das wird auch live übertragen, deswegen das ist gut für die Werbung. Das erzählt so über einen Kuss in einer Winternacht. Also das passt einfach vom Ambiente her. Also draußen ist kalt, wenn wir Pause haben, Sie können auch mit dem Kuss in einer Winternacht einfach spielen. Und dann steigen wir, dann hören wir, genießen wir Serdar Somuncu. Vielen Dank. Shabbat Shalom.